Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kaderanalyse heute mit Werder Bremen. Ja, mal schauen, was die Bremer diese Saison so hinbekommen werden. Letztes Jahr landete man ja auf Platz 8 in der Tabelle, hat ein ordentliches Jahr gespielt, aber ja, die Europa League Qualifikation verpasst. Ob es dieses Jahr gelingen wird und wie die Mannschaft so aussehen wird in dieser Saison, das gibt es jetzt in dieser Kaderanalyse. Auf der Torhüter-Position sieht es so aus, wie auch schon letzte Saison gesetzt sein, dürfte weiterhin der tschechische Nationalspieler Jiří Pavlenka von Slavia Prag gekommen, 2017. 68 Einsätze bisher in der Bundesliga in zwei Saisons, also hat tatsächlich Pavlenka in den 2 Jahren, wo er bei Bremen war, in den zwei Saisons, immer alle Spiele gemacht. 3 Millionen Euro hat er damals gekostet. 10 Länderspiele für Tschechien schon gemacht. Man hat als Ersatz letztes Jahr mit Stefanos Carpino auch noch einen guten Backup geholt. Für 0,5 Millionen Euro 3 Einsätze bisher in der Bundesliga. Und er wird auch diese Saison der Ersatzkeeper sein von Werder Bremen. Auch auf der Linksverteidigerposition bleibt alles so wie letztes Jahr. Ludwig Augustinsson dürfte weiterhin gesetzt sein. 2017 kam er vom FC Kopenhagen für 2,5 Millionen Euro, 63 Einsätze in der Bundesliga. Also auch in den 2 Jahren fast immer gespielt, 2 Tore gemacht. Ist ordentlich. Dann hat man mit Marco Friedl, den man ja 2018 geholt hat, von FC Bayern für 3 Millionen Euro, auch noch einen guten Ersatz. 17 Spieler schon gemacht in der Bundesliga. Und ja, also bisher die ersten beiden Positionen sehen genauso aus wie letztes Jahr, aber es geht natürlich anders weiter. Man hat sogar bei Werder Bremen nicht viele Neuzugänge geholt, sehe ich gerade. Aber mal schauen. Ich denke, das ist vielleicht sogar ein Vorteil für Werder Bremen, weil dann ist die Mannschaft zum größten Teil schon eingespielt. Weiter geht's mit der Innenverteidigerposition. Dort ist weiterhin Niklas Moisander gesetzt, der 2016 kam von Sampdoria Genua. Für 1,7 Millionen Euro, 85 Einsätze, so haben wir in der Bundesliga gemacht. 2 Tore ist ordentlich. Man hat mit Sebastian Langkamp weiterhin einen Verteidiger im Kader, der von Hertha gekommen ist. 2018 183 Einsätze in der Bundesliga gemacht für Bremen, Hertha und den FC Augsburg. Dabei auch 6 Tore erzielt, was auch für einen Verteidiger relativ gut ist. Vor wenigen Tagen wurde der Wechsel von Ömer Toprak zu Werder Bremen bekannt. Er ist ausgeliehen worden für eine Saison, bisher 227 Einsätze in der Bundesliga, 5 Tore gemacht. Alle, glaube ich, für Dortmund, soweit ich mich da erinnern kann. Milos Fejkovic wird somit dann wahrscheinlich von Toprak aus der Startelf verdrängt werden, der ja in den vergangenen 3 Saisons regelmäßig zum Einsatz gekommen ist. 82 Spiele in der Bundesliga, 2 Tore. Kann sich auch sehen lassen. Also, da wird es vielleicht einen kleinen Konkurrenzkampf geben. Weiter geht es auf der Rechtsverteidigerposition mit einem sehr erfahrenen Spieler in der Bundesliga, nämlich Theodor Kıpırdzılaşı, seit 2012 sogar schon im Verein bei Werder Bremen. 209 Einsätze in der Bundesliga, alle für Bremen. 18 Tore, das ist schon eine starke Leistung. Definitiv. Dürfte auch diese so gesetzt sein, vor allem wenn man auch sieht bei Werder Bremen im Kader, dass ich nur 8 Abwehrspieler. Darunter ist auch Felix Beimo, der bisher noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. 2018 ist er gekommen von einem Verein, dessen Namen ich jetzt irgendwie gar nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall denke ich entweder so aus Schweden oder Norwegen, irgendeinem Verein. Er kommt auch aus Schweden und ist definitiv vielleicht mal eine Option für einen Einsatz in der Bundesliga. Weiter geht es im zentralen Mittelfeld. Dort dürfte weiterhin Davy Klaassen gesetzt sein. Kam er letzte Saison vom FC Everton. 33 Einsätze in der Bundesliga bei 5 Toren. Kann sich sehen lassen. Aber Davy Klaassen hat auch wirklich viel gekostet. 13,5 Millionen, somit teuerster Transfer im aktuellen Kader von den Bremern. Man hat weiterhin als Ersatz Kevin Möwald, der ja auch 2018 gekommen ist, vom 1. FC Nürnberg. 23 Einsätze in der Bundesliga und 3 Tore. So wird es, denke ich, auch sehen, dass Glasen weiterhin gesetzt sein dürfte. Dann kommen wir zur zweiten Sechserposition.
Die zweite Position im defensiven Mittelfeld wird hart umkämpft sein von zum einen Maximilian Eggestein und Nuri Sahin. Also ich bin gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Ich sehe allerdings Maximilian Eggestein tatsächlich ein bisschen vorne. 91 Einsätze in der Bundesliga, 8 Tore, kann sich sehen lassen. Nuri Sahin von Borussia Dortmund gekommen, damals auch jüngster Spieler, der je für Dortmund zum Einsatz gekommen ist in der Bundesliga. 243 Einsätze ist auch sehr viel. Bei 22 Toren ist stark, definitiv. Mal schauen, wer letztendlich dann spielt. Man hat mit Barkfrede auch noch eine gute Option. Das wird sich zeigen, wer da am Ende gesetzt sein wird. Ebenfalls im zentralen Mittelfeld, allerdings etwas weiter vorne, dürfte Johannes Eggestein tatsächlich gesetzt sein. Der bisher 30 Einsätze gehabt hat in der Bundesliga, 4 Tore erzielt, ist gut. Er kann auch auf der Stürmerposition spielen. Allerdings bei Bremen sind sehr viele Stürmer da, die definitiv in der Startelf stehen könnten. Also ist es ein bisschen schwierig, da bei Bremen sich im Sturm durchzusetzen, wenn man mit Claudio Pizarro auch noch einen wirklich guten Joker hat. In der Hinterhand jetzt auch im Pokal wieder getroffen. Ich glaube sogar zweimal. Ja, ich habe davor schon angesprochen, Philipp Barkfrede, er könnte auch ein bisschen weiter hinten spielen, defensiver. Das wird sich alles zeigen, wie sich das am Ende so entwickeln wird. Weiterhin gesetzt sein bei Werder Bremen wird Milot Rashica, gekommener 2018 von Vitesse Arnhem aus der niederländischen Liga. 35 Einsätze in der Bundesliga, 10 Tore, also in jedem dritten bis vierten Spiel trifft er einmal, was schon eine gute Leistung ist. In der letzten Saison ist er auch aufgeblüht und hat sich einen Startelfplatz erkämpft. Man hat auch als Ersatz noch Joshua Sargent, der ja auch im Pokal tatsächlich zum Einsatz gekommen ist, allerdings in der Sturmspitze, der kann auch spielen. Aber wie schon gesagt, im Sturm gibt es halt noch andere Spieler, da wird es schwer sein, sich durchzusetzen. 10 Einsätze in der Bundesliga, 2 Tore, in jedem fünften Spiel ein Tor, ist definitiv gut. Und ich denke, er wird sich dieses Jahr bei Bremen vielleicht durchsetzen. Also er ist bei Bremen so ein Spieler, der sich durchsetzen könnte, wie Eggestein. Maximilian Eggestein und Johannes Eggestein, beide, die haben sich auch durchsetzen können. Jetzt denke ich, wird Joshua Sargent, könnte der nächste Spieler sein, der bei Bremen den Durchbruch schafft. Der zweite und letzte Neuzugang steht in der Startelf von Werder Bremen auch bei mir, nämlich Niklas Füllkrug, gekommen von Hannover 96 für 6,3 Millionen Euro, 71 Einsätze in der Bundesliga, 18 Tore für Hannover und den ersten FC Nürnberg. Füllkrug definitiv ein Stürmer, der sich durchsetzen kann bei Werder Bremen auf der Position, da Claudio Pizarro nicht von Beginn an spielen wird. Der älteste Spieler im Kader mit über 40 Jahren, um genauer zu sein, 41, wird er jetzt dann am 3. Oktober. Hat auf jeden Fall schon am meisten Bundesliga-Erfahrung, Claudio Pizarro, mit 472 Spielen. Also die 500 wird er, denke ich, nicht mehr wohl machen. Da müsste er schon fast in jedem Spiel zum Einsatz kommen. 197 Tore für Bremen und Bayern. Das ist definitiv ziemlich stark. Und immer noch, trotz seines hohen Alters, ist er ein ordentlicher Joker, der auch im Pokal getroffen hat. Dann haben wir noch die Position auf dem rechten Flügel und da dürfte Yuya Osako gesetzt sein, der 2018 gekommen ist vom 1. FC Köln für 4,5 Millionen Euro, 129 Einsätze in der Bundesliga, also auch schon erfahren, 18 Tore gemacht. Ist definitiv eine Option für die Startelf. Dann hat man mit Finn Bartels auch noch einen weiteren Spieler im Kader, der allerdings in letzter Zeit nicht mehr oft zum Zug gekommen ist. Ich glaube, er war verletzt sogar längerfristig, aber jetzt dürfte er wieder fit sein und vielleicht in die Startelf drängen, mal schauen. 2014 ist er gekommen vom FC St. Pauli. 156 Einsätze in der Bundesliga, 28 Tore, also auch ein erfahrener Spieler. Definitiv, so sieht's aus bei Werder Bremen. Und ich muss sagen, bei Werder Bremen, es sind tatsächlich nur zwei Neuzugänge gekommen, nämlich Ömer Toprak und Niklas Füllkrug. Mehr hat man tatsächlich nicht verpflichtet. Klar, man hat doch ein paar Jugendspieler hochgeholt, aus der eigenen Jugend, zwei, drei Leute. Ich muss sagen, Bremen hat jetzt nicht so einen riesen Kader, was eigentlich ganz gut ist, weil sonst wären einige Spieler natürlich unzufrieden, aber wenn sich halt mehrere Spieler verletzen, ist halt das Risiko dadurch höher. Aber ich denke, Bremen sehe ich ähnlich so wie letzte Saison. Also Platz 8 ist definitiv realistisch, aber das werdet ihr in der
Saisonprognose noch sehen. Ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, zum Bundesliga-Start tatsächlich meine Saisonprognose fertig zu haben, weil jetzt in den nächsten Tagen, also heute auch und morgen, einiges noch los ist bei mir. Also bis zum Bundesliga-Start wird schwierig, vielleicht den ersten Teil oder so, aber ich tue natürlich mein Bestes, kann Analysen, wäre ich sowieso nicht fertig. Da werde ich mir aber dann auch noch die Woche nach dem ersten Spieltag Zeit nehmen in der Bundesliga. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und somit war es jetzt auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.